Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, vielleicht Langzeitprojekt, vielleicht Kurzprojekt, ich weiß noch nicht ganz genau. Auf alle Fälle befinden wir uns hier in Diesel Brothers Truck Building Simulator. Habt ihr wahrscheinlich schon bei einigen Kollegen gesehen. Ich hatte leider nicht die Zeit, da ein bisschen näher reinzugucken. Ist bereits schon erschienen, könnt ihr spielen. Link dazu ist in der Videobeschreibung, wenn ihr das haben wollt. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an den Entwickler, Publisher, sind da glaube ich die gleichen. Und an Playway natürlich für die Bereitstellung. Zweier Keys haben wir sogar bekommen. Dankeschön. Ich habe gerade noch Landostation-Simulator aufgenommen, deswegen habe ich nochmal Lenkrad hier. Das mache ich jetzt erstmal weg für uns alle, ne? So, ich habe schon mal den Sound ganz kräftig nach unten geschraubt, weil das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Was erwartet uns hier? Und zwar glaube ich, dass wir, ich habe, wie gesagt, mich noch nicht triggern lassen oder mich noch nicht spoilern lassen von den anderen Kollegen. Ich glaube, dass wir hier, ich meine, es ist ein Truck-Building-Simulator. Das heißt, wir können Trucks zusammenbauen. Wir werden wahrscheinlich, glaube ich, auch Rennen fahren mit den Trucks. Ich bin sehr gespannt. Wir werden gerade nochmal die Musik jetzt ein bisschen lauter machen. Es ist ein bisschen schwierig zu definieren, was ist. Ah ja, das war natürlich super, Werner. Hast du richtig gut gemacht. Ich höre immer noch keine Musik. Na ja, gut. Wir werden erstmal gucken. Hier ist unser hier ist der PC. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen gucken. Wir haben jetzt hier die Delivery Area. Wir haben jetzt hier auch eine Delivery Area. Das ist gut. Das weiß ich nicht, ob das schon alles uns gehört. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich auch nicht durchs Tutorial führen lassen, weil ich es einfach mal ganz trocken selber versuchen will, wie das hier ist. Ich habe Deutsch eingestellt. Das, glaube ich, hatten ein paar Kollegen nicht. Aber Deutsch ist verfügbar auf alle Fälle. Und wir werden jetzt einfach mal hier... Drücke eben den Computer so starten. Einfach mal gucken. Wir haben hier Teileshop ist noch ausgegraut. Trucks ausgegraut. Marketing ausgegraut. Aufträge können wir machen. Oh, okay. Schwierigkeit des Auftrags. Okay. Welcome to the Diesel. Okay, wir haben, also wir bekommen wahrscheinlich $10,000 sind das noch hier. Wir haben $20,000, sehe ich gerade. Wir haben null Fans. Das ist natürlich super. Kenne ich nicht anders. So, wir haben, warte mal. Es ist wichtig, die Grundlagen bei der Arbeit in der Garage kennenzulernen, bevor du dich an schwierige Sachen traust. Hier lernst du, wie man die billigen Autoteile auf dem Schrottplatz finden kann, wie man Bauteile abmontiert und wie man die Sandbestrahlung und die Lackiererei nutzen kann, um die besten Resultate zu erzielen. Aufträge im Tutorial werden extra belohnt, bla bla bla. Okay, wir müssen bemale Haube mit Lavendel, okay. Bemale Türe vorne rechts mit Lavendel und bemale Türe vorne links mit Lavendel. Ich würde sagen, wir nehmen einfach, wir haben eh nur 1 von 1, deswegen nehmen wir das Ding einfach mal an. Ich bin sehr gespannt. Sie haben bereits einen aktiven Auftrag. Das halte ich absolut für Blödsinn, weißt du? Möchtest du dies? Nein, ich möchte es tatsächlich, ne, irgendwie, kann ich hier raus? So, was habe ich denn für einen Auftrag? Es ist doch kein, ja, das ist, oh lol. Leute. Ich mache die Musik noch ein bisschen lauter, weil ab und zu hört es sie und ab und zu hört es sie nicht. Ich sehe das in der Aufnahme. Boah. Aber man hört jetzt ein bisschen Musik. So, das ist praktisch, oh Gott, mach doch die Musik leiser, Alter. Das passt irgendwie dazu, ne? So. So ist okay, ne? Sonst müsst ihr nur meine englische Stimme hören. So, das war jetzt aber genug geschleimt. Genau, KMH habe ich eingestellt. Deutsch, perfekt. Perfekt. Wir können aber nochmal gucken. Warte, Entschuldigung. Ja. Das. Ich lasse es. Ich habe da nichts geändert. Ich lasse es einfach so, wie es ist. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das für ein Auto eigentlich? Sieht aus wie so ein Rap. Nee, ist es nicht. Ah, hier ist das Radio. Guck dir das mal an. Klappe hier. Oh. Oh Gott. Es gibt wohl nicht so viele Radiosender hier. Okay. So, ich finde schon mal cool, dass es laut und leise wird, wenn man ran und wieder weggeht. Das ist vielleicht für ein paar von euch klar, aber ne? So, wir können, wie gesagt, das hier vorne. Clipper. Klein, reifenbeliebiges Fahrzeug, Outlast. Okay, Spiel gespeichert, das ist ja super. Okay, get. Das ist aber noch auf Englisch, das finde ich komisch. Okay, der Screwdriver ist, glaube ich, der Schraubendreher. Glaube ich. Wir müssen mal gucken, haben wir irgendwo Werkzeug? Werkzeug! Nee, das ist eine Spraydose. Hier ist eine Zange. Ich glaube, dieser Screwdriver war doch ein... was ist denn das hier für ein geiles Teil? Ja, moin.
Ich bin ja sehr gespannt, was wir da noch alles machen können. Ne? Ich bin echt gespannt. Das, was ist denn das hier alles für ein Gerät? Na gut, werden wir vielleicht noch lernen. Aha, wir haben hier ein paar verschiedene Akkuschrauber. Ach so, ist das vielleicht der... Ah. Okay, warte. Das sind, sehen wir Schrauben schon mal. Das ist schon mal richtig gut. Okay, ich habe die Effekte zu weit runtergedreht. Warte, müssen wir mal gucken. Ich habe, glaube ich, irgendwas darunter gedreht. Die erste Folge ist immer so ein bisschen Chaos, ne? So, machen wir noch ein bisschen leiser. Zuzudrehen. Ne, ich möchte sie aufdrehen tatsächlich. Warte, müssen wir das jetzt noch machen? Ah, jetzt haben wir ein bisschen Sound. Okay, das sieht eigentlich ganz interessant aus, muss ich ja sagen, ne? Die Frage ist halt einfach, wie lange, wie viel Schrauben ich aufschrauben muss, damit das irgendwas wird, ne? Alter, sind da viele Schrauben. Zuzudrehen? Nee, also ich will sie nicht zudrehen, ich will sie ja aufdrehen, das ganze Ding hier. Zudrehen, zudrehen, zudrehen. Das kann ich noch nie machen, okay. Was haben wir hier noch alles? Zudrehen, okay. Kann ich es runternehmen? Werkzeug anzeigen, aufdrehen, abdrehen, blockieren für Ersatzteile, bewegen, Kamera hochkant, zeige Fahrzeugteile. Jetzt war das hier, oder? Haube, okay. Gut, dann machen wir das auch noch auf. Sag mal, es ist überall ein Schraubendingens dran, ne? Das wird schon irgendwie klappen. Ich kenne das noch von diesem Flugschraubsimulator. Da war das immer so, erstmal alles wegschrauben und dann hoffen, dass du die Hälfte wieder ranschrauben kannst. Hat ja nicht bis jetzt immer gut funktioniert. So, hier sind auch noch jede Menge Schrauben. Ich schraube jetzt einfach mal alles auf, ne? Wer weiß, ob das richtig ist, aber wenn ich wage, dann ich gewinne, sage ich immer. Deswegen versuchen wir das einfach mal, ne? So. Oh, lol, was ist denn hier los? Hier komme ich nicht ran, ne? Ah, hier ist noch etwas, ja. Fällt dann das Ersatz halt einfach so zu Boden, oder wie ist das hier? Weil wir zählen jetzt mal mit. Wir haben jetzt hier eine Schraube. Zwei. Haben wir hier drei. Hier müssen noch eine sein. Vier. So, war es das jetzt? Kann man sich irgendwie hinsetzen? Oh ja. Mit C. Mit C kann man sich so also niederknien, ne? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier alles aufschraube, ne? Gleich fliegt der Motor am Boden. Ich sehe das schon kommen, weißt du? Kann doch nicht so viel Schrauben sein, oder? Jetzt mal Real Talk. Die Haube muss doch schon lange lose sein. So, warte mal. Kann ich... C? Ja. Kann ich jetzt noch wieder hinstellen, jetzt hier? Ja. Bestimmt geht das irgendwie, warte. Werkzeug anzeigen. Eins. Ah, okay. Ah, okay. Das heißt, hier liegt überall Werkzeug rum. Perfekt. Die Frage ist, wie ich es wieder hinschmeißen kann, weißt du? Aufdrehen, zudrehen. So weit, so gut. Kamera, Sprung, Laufen, Hocken. Ah, das ist Hocken auf C. Ich verstehe. Chatfenster öffnen. Habe ich gerade. Ich bin Singleplayer-Typ. Okay. Wahrscheinlich müssen wir noch mehr runterschrauben, ne? Ich kann doch jetzt die ganze Karre auseinanderschrauben. Das geht doch nicht. Ich habe auf E gedrückt, aber irgendwie macht das nichts. Okay. Ich überlege gerade, was ich noch... Muss ich echt noch was aufschrauben jetzt? Ich kann mir das schon vorstellen, ne? Aber... Warum muss ich das Rad abmachen? Ich glaube einfach, das Spiel setzt hier alles einfach hin und dann musst du einfach das Beste draus machen, aber ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist, ne? Da ist irgendwas drüber. Guck mal, da sind ja auch Schrauben da hinten. Ich weiß ja gar nicht, oh lol. Weiß ja gar nicht, ob ich das machen darf oder nicht machen darf oder wie auch immer, ne? Oh Gott, was war das denn für ein Ding? Beginnen Sie mit Alter, das ist ja mega komplex. LOL! Seid ihr des Wahnsinns? Was? Das ist die Kamera. Okay, verstehe. Oh, jetzt haben wir schön die Musik laufen. Hm, bin noch im Überlegen, wie wir das hier machen können. Ich will nicht den Motor aufschrauben jetzt. Eigentlich will ich das Werkzeug jetzt weglegen, weißt du? Ich kann es aber nicht weglegen. Was ist das für ein... Das ist die Taste 0 oder Taste O? Kann auch 0 sein, ne? Ne, okay, dann weiß ich es wirklich nicht.
Okay, wie müssen wir das machen? Ich will das herausfinden, ne? Okay, die Leertaste ist hüpfen, das ist schon mal Klassiker. Haube. Warte mal, sollen wir einfach mal nach hinten gehen? Einfach mal gucken, ob da vielleicht jetzt Ersatzteile liegen? So, warte mal, wie das mit dem Werkzeuganzeigen war, wie nochmal genau? Da liegt so ein bisschen Staub rum, ne? Werkzeuganzeigen war nochmal auf wo? Zeige Fahrzeugteile. Ne, es hat funktioniert nicht, habe ich schon versucht. Handbücher. Handbücher war H. So. Ich will nicht den Rahmen, ich will eigentlich gucken. Okay, das ist das hier, ich verstehe. Boah, wisst ihr, wie schwierig das wird? Da musst du ja fast Mechaniker sein, damit du das weißt hier. Okay, haben wir schon irgendwas richtig gemacht? Sieht nicht so aus. Tutorials. Ja, das habe ich schon verstanden. Das habe ich schon mitgemacht und das finde ich auch cool und so weiter, ne? Da ist eine Hebebühne. Ich habe keine Hebebühne bekommen. Da ist noch eine grüne Schraube. Jetzt erst gesehen, warte. Ich weiß ja nicht, ob das relevant ist für uns. Vielleicht fällt auch gleich der Auspuff runter, aber vielleicht brauchen wir das Ganze auch, ne? Besser. Das heißt, rot ist schon offen und gelb, beziehungsweise grün, muss noch geöffnet werden. Nehme ich jetzt einfach mal so an, ne? Da war gerade irgendwas. Oh. Warte mal, wir müssen doch... Okay. Das heißt, das muss ich abnehmen. Und das, glaube ich, muss ich abnehmen, oder? Wie war denn mein Auftrag nochmal? Kann ich das irgendwie noch einsehen? Warte mal, ich kann auch auf dem PC... Ich drücke immer die Shift-Taste zum Laufen, aber das wird so nichts. Aufträge, so. Ich würde mir gerne meinen Auftrag angucken, aber lässt er mich nicht. Das ist schlecht. Ich würde mir gerne meinen Auftrag anzeigen lassen, weil ich weiß nicht mehr. Ich weiß zum Beispiel, ich kann ja sein, dass ich jetzt vergessen habe, wie wir das machen, ne? Ich glaube, es war so, dass wir. Ne, das brauche ich nicht machen. Ah. Das Scheinwerferrahmen, ne? Gut, der geht aber. Doch, der geht auch ab. Verdammt nochmal. Ich kann das Auto nicht sich auseinanderbauen. Die Frage ist jetzt, wo ist das Handstrahlgerät? Was ist das hier? Kann ich hier was drauflegen? Das Teil kollidiert mit etwas. Okay. Wir müssen das ja irgendwo zum Sandstrahl irgendwo hinlegen, ne? Das ist auch nicht zum Sandstrahlen. Das sind so jede Menge. Ja. Wo haben wir denn das Gerät zum Sandstrahlen? Also Sandstrahlen, weiß ich, wie das aussieht. Habe ich schon mal gemacht, tatsächlich. Aber ich finde das Gerät dafür nicht. Müssen wir das hier rauflegen vielleicht? Da ist eine Leiter. Woo! Das geht ja richtig ab hier. Geht's hier raus? Ach, es gibt einen Hinterhof. Ja gut. Ja gut. Ach moin, was ist denn hier los? Ah, das sieht eher aus wie sowas, was ich brauche. Das kann ich nicht nehmen, ne? Okay, warte mal. Ich kann doch bestimmt irgendwo Sand strahlen, ne? Bin mir doch fast sicher. Was ist das hier? Ah, das sieht gut aus. Das müsste man eigentlich haben. Okay, was war hier los? Es sieht nicht schlecht aus, muss man einfach mal so sagen, ne? Hier, das ist unsere Halle, ne? Halle 1, sag ich jetzt einfach mal dazu. Das sieht auch nicht schlecht. Was ist hier hinten? Kann man hier auch rein? Sandstrahlen! Ah, siehst du? LOL! Fülle den Tank auf. Ich kann doch jetzt nicht die ganzen... Ah, dran... Ah! Ah! Wait! Komme ich raus? Ah, hier. Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar, glaube ich, müssen wir drin die Teile alle auf den Transportdingens legen. Habt ihr wahrscheinlich alle schon in die Kommentare geschrieben. Ich danke euch vielmals, wenn es der Fall sein sollte. Ah, das hier, ne? Hahaha, warte. Und zwar das hier. Hauen wir jetzt hier rauf, ne? Es ist schon Lavendel, oder? Täuscht mich das? Weiß ich nicht. So. Gucken wir mal, ob das so passt.
Wir hauen das jetzt einfach mal hier raus. Ich will das ja selber wissen, ne? So. Ich weiß nicht, ob wir die zwei brauchen, wir machen es aber trotzdem, ne? Weil, why not? So. Und dann machen wir das noch so. Okay. Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, aber da komme ich auch noch drauf. Da ist gestanden, ich muss den Sandstrahler auffüllen. Wait, what? Das müssen wir nochmal klären, wie das funktioniert. Hier kann man auch immer noch weiter nach hinten gehen. Was wir alles rumliegen haben. Das ist wunderschön. Alter Falter. Wenn das alles mein Gebiet ist, ne, da bin ich ja gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Ey. Ah, es hatte funktioniert. Okay. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ne? Okay. Warte, wir machen jetzt mal ganz kurz den Lärm hier aus. Oh Gott, war das laut. Kann ich jetzt das hier drauf... Ah, mein Gott, es funktioniert. Jawohl. So, erstmal die alte Farbe runter, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so gut ist, was ich hier mache, aber... Sag mir nicht, ich muss das von allen Seiten machen, Junge. Das kann doch jetzt echt nicht sein, oder? Kann ich das drehen? Nee. Ist das jetzt schon auf beiden Seiten Sand gestrahlt? Also das ist hier die Sandstrahlung. Ich glaube nicht, dass wir hier lackieren können. Ich kann es aber auch nicht drehen. Doch, kann ich. Okay, das sieht aber eigentlich ganz gut aus, ne? Rechte Maus gedrückt halten ist drehen. Gut. Wieder was gelernt. Ich kann es nicht ablegen. Ah, jetzt. So, warte. Ich würde sagen, wir machen da nächstes Mal weiter. Ich bin noch nicht ganz drin. Ich versuche mich da ein bisschen zu bessern, versprochen. Aber ich finde es auch immer wieder spannend, wie man einfach dorthin kommt zu dem Ganzen. Ne? Lasst dem Ganzen gerne Bewertung da, wenn es euch einigermaßen gefallen hat. Wie gesagt, wer das Spiel haben will, Steam, ansonsten Link haben wir bestimmt in der Videobeschreibung, kommt ihr direkt hin. Würde mich sehr freuen. Läuft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.